Nun, schon neugierig, was oben am Pfänder alles los ist? Bitteschön, nichts wie rein ins Vergnügen. Oben am Pfänder gibt es auch einen Alpenwildpark und da lässt sich ein Hase mal das Gras ganz gut schmecken. Diese zwei haben, zumindest einer, offensichtlich was anderes im Sinn. Nach dem Motto Rudi Ramler. Und hier die komplette Familie Steinwild, sprich Steinbock. Das ist das Männchen mit den großen Hörnern und Steingeiß mit den kürzeren Hörnern. Das Hirschrudel regelt sich unter einer schattenspendenden Baumkrone. Und hier von unterwegs der Blick zur Pfänderspitze. Ja, liebe Fans des kleinen Stadtstreichers, da im Hintergrund sehen wir eine Insel, die schaut momentan ein bisschen fad aus. Aber freut euch auf das, was ich dort entdecken werde. Es ist nämlich die Blumeninsel Mainau im Bodensee. Schon der Steg vom Bodenseeufer über den kleinen Bodenseeteilarm ist mit Blumen geschmückt. Und das ist das geblümte Empfangskommando auf der Insel Mainau. Und so spaziere ich jetzt in herrlich frischer Luft und warte auf den nächsten Blütenduft. Was mich hier jetzt ein bisschen überrascht, ist, dass es im Kräutergarten auch Sonnenschutz für den Kopf gibt. Nämlich einen Purpursonnenhut. Vogel oder Pflanze ist hier die Frage. Aber wer von euch hat schon so einen Pfau im Garten stehen? Hä? Und diese drei Enten könnten doch glatt Tick, Trick und Track sein, oder? Halt! Da hat sich noch ein hässliches Entlein dazwischen versteckt. Im Wasser die Goldfische, auf dem Wasser die Seerosen. Es ist schrecklich, allein durch die Wüste zu gehen. Naja, so schlimm ist es nicht, aber die Kakteen gibt's nun mal sonst nur in der Wüste. Wie unschwer zu erkennen, befinde ich mich jetzt in einem Schmetterlingshaus. Und wenn ich jetzt einen alten Spruch abwandle, nicht mit Speck fängt man Mäuse,
sondern mit Obst fängt man Schmetterlinge. Und ein kleiner tropischer Wasserfall. Hoppla, Schildkröten. Ja, dieser Schmetterling holt sich gerade Nektar aus der Blüte und weg ist er. Was man natürlich nicht tun sollte, ist Mainau auf die Bienen und die Blumen zu reduzieren, denn da gibt es nämlich auch noch Schloss Mainau mit der dazugehörigen St. Marienkirche, einem runden Turm und natürlich dem Torhaus. Und von diesen Blumen kann man natürlich wunderschön weiterblicken zum Bodensee. Diese junge Dame bewacht offensichtlich den barocken Landschaftsgarten. Und jetzt zum Wiedererkennen, was hier aus großteils lila Blumen besteht. Ist sonst mit blauem oder türkisem Wasser gefüllt und nennt sich Bodensee. So, und ich gehe jetzt auf die Reise mit den Wassertropfen und sehe links und rechts jede Menge wunderschöner Blumen, bis ich unten im Wasserbecken gelandet bin. Ja, und das ist dann der Schwedenturm auf der Blumeninsel Mainau. Einiges größer als Mainau ist die Insel Reichenau und dort selbst gibt es diesen Münster, der übrigens im UNESCO-Weltkulturerbe enthalten ist. St. Peter und Paul heißt die zweite große Kirche der Insel Reichenau. Auch sie geht in großen Teilen noch auf romanische Bausubstanz zurück. Bleibt zu guter Letzt noch St. Georg von den drei Reichenauer Kirchen. Und wie man sieht, auch diese Kirche geht sehr weit ins Romanische zurück. Ja, und während ich hier in den Sonnenuntergang schön langsam blicke, schwenke ich weiter auf ein riesengroßes Blatt Papier. Und jetzt gibt es die große Überraschung. Und diese Überraschung heißt: Euer kleiner Stadtstreicher sieht Madame Butterfly jetzt demnächst hier auf der Bregenzer Seebühne. Die tolle Überraschung zum Ende eines tollen Bregenzaufenthalts.